there, and welcome to the exciting world of hips. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Sit back, relax, and close your eyes. I am a very stylish girl. Ich empfinde den Klimt als einen sinnlichen Weiberbearbeiter. Beim Klimt ist es ja so, dass es eigentlich natürlich immer der männliche Blick auf diese Frauen ist. Wenn man sich sehr eingehend mit der Figur des Buster Klimts auseinandersetzt und beschäftigt, dann merkt man auch, wie sensibel das er war, einfach als Mensch, wie wertvoll ihm die Frauen waren. Diese Frauen, die ihn umgeben haben, das war, hat ihn ja auch angeregt, nicht? Klimt ist einfach der Liebling der Besucher. Ich schätze auch heute den Klimt als Zeichner mehr als den Klimt als Maler. Es hat mir auch immer an dem Klimt gefallen, wie er mit Gold umgegangen ist. Klimt wird hier zum Porträtisten einer dekadenten Gesellschaft. Gustav Klimt war zweifellos in seiner Zeit als Skandalkünstler bekannt. Hier in der Feldmühlgasse in Wien-Hietzing hatte Gustav Klimt sein letztes Atelier. Der Maler, der die Kunstszene der Jahrhundertwende in Atem hielt, liebte seinen Garten, die Abgeschiedenheit. Die sinnliche Atmosphäre, die Klimts Zeitgenossen schilderten, lässt sich heute kaum nachvollziehen. Stets sei der Meister von Frauen umgeben gewesen, von Modellen, die nicht nur seiner Zeichenlust dienten. Noch Jahre nach den Sitzungen für ihr Porträt schwärmte eine Dame aus besten Kreisen vom geradezu tierhaften Geruch, der Klimt umgab. Der eingefleischte Junggeselle, der zeitlebens bei seiner Mutter und den Schwestern lebte, soll 14 Kinder in die Welt gesetzt haben. Gemunkelt wurde, dass er unter seinem legendären Arbeitskittel nackt gewesen sei. Erinnerungsstücke sind rar. Die persönliche Atmosphäre des großen Meisters fasziniert. Man freut sich dann besonders, wenn Dinge auftauchen, die man nicht kannte, die aus dem Blickwinkel der Öffentlichkeit verschwunden sind, wie zum Beispiel dieser Malkasten von Klimt, ein Entwurf von Josef Hoffmann von der Wiener Werkstätte 1904 ausgeführt. Erhalten blieben auch die Möbel, die Josef Hoffmann für seinen Freund und Mitstreiter in der Sezession entwarf. In der Wohnung eines Großneffen von Gustav Klimt scheint die Zeit stillzustehen. Jugendstilflair, kleine Kostbarkeiten, japanische Figuren, auch Bilder mit Motiven aus dem fernen Osten, die der Künstler liebte. Klimts Lebensspuren, sein Alltag, lassen sich in Hietzing immer noch nachvollziehen. Er ging gerne zum Heuring, traf seine Freunde, suchte die Natur. Fast täglich wanderte er schon am frühen Morgen Richtung Schönbrunn. Über sein Privatleben hat er stets geschwiegen, was die Legendenbildung beflügelte. Sein Rang in der Kunst war Gustav Klimt durchaus bewusst. Die Wiener Moderne ist untrennbar mit seinem Namen verbunden. Der Zauber des Jugendstils lebt in Wien in allen Facetten fort. Er wurde zum Markenzeichen, zum Werbeträger. Antike Figuren, die ihre Weiblichkeit zur Schau tragen. Frauensymbole bei Otto Wagner. Dagegen der Purismus eines Adolf Loos, sein Kampf gegen das Ornament. Wien, wo Klimt studierte, war auf dem Weg zur Großstadt. Das liberale Bürgertum strebte nach Einfluss, nach Macht. Kulturell war man aber im 19. Jahrhundert verhaftet.
Er ist ein Kind des Historismus und er ist künstlerisch aufgewachsen und eigentlich auch groß und bekannt geworden in einer Zeit des Booms, des künstlerischen Booms. Und zwar nicht des Booms der sezessionistischen Zeit, sondern des Historismus-Booms. Er hat sich selber wohl auch als Nachfolger Hans Makatz gesehen und er ist in die Fußtapfen dieses Farbenzauberers, wie es damals geheißen hat, getreten. Dann ist Makatz 1884 gestorben und es haben wirklich damals die Wiener Medien, die Zeitungen, den Gustav Klimt und seine beiden Mitstreiter oder seine beiden Mitkünstler als die legitimen Nachfolger des Hans Makatz gefeiert. Makatz oder Klimt? Das ist oft schwer zu sagen. In Klimts frühen Gemälden ist das große Vorbild nahe, doch ohne dessen Pathos. Mit 33 Jahren malt Klimt ein Liebespaar. Sein widersprüchliches Verhältnis zur Frau wird in seiner Kunst spürbar. Hier ein zartes Mädchenprofil mit einem Hauch von Symbolismus, das er im Auftrag eines Kunsthändlers schuf. Andererseits die allegorische Gestalt der Tragödie, streng, fast unheimlich. Von vielen Theatern der Monarchie erhielten Klimt und andere Wiener Künstler Aufträge. Der Theatervorhang von Karlsbad. Für die Musen standen Klimts Schwesternmodell. Gemalt wurde der Vorhang gemeinsam mit Franz Matsch und Klimts Bruder. Die drei hatten sich zur Künstlerkompanie zusammengeschlossen, um möglichst effektiv zu arbeiten. Dieses duftige Deckengemälde stammt von Gustav Klimt. Gebaut wurde das Theater vom Wiener Architektenduo Helmer und Fellner. Noch heute lebt der berühmte Kurort Karlsbad in Tschechien vom Glanz der Monarchie und dem Rang der Künstler jener Zeit. Dem Erfolg in der Provinz folgte Wien. Malereien für die Prestigebauten am Ring, zunächst für das Burgtheater. Der Auftrag, auf den Deckengemälden über den Prunkstiegen sollte die Theatergeschichte aufgearbeitet werden. Gustav Klimt machte dafür intensive Vorstudien. Erst 1998 wurden riesige Entwurfszeichnungen entdeckt, die zeigen, wie Gustav Klimt arbeitete. Shakespeares Julia starb in Schönheit. Für das Kunsthistorische Museum wurden die drei Historienmaler wieder eingeladen. Sie waren die Stars der Ringstraße. Sie wussten, wie man sich in Szene setzt und die Wünsche des kaiserlichen Hofes erfüllt. Hoch oben zwischen den Säulen malte Gustav Klimt seine Frauen. Frauen verschiedener Kulturen, Frauen in Gold. Doch plötzlich wurde Gustav Klimt zum Skandalmaler. In der Aula der neuen Universität sollten er und Franz Matsch die Fakultäten feiern. Klimt lieferte nicht eine heroische Männerwelt, die sich die Professoren gewünscht hatten. Ein Bilderstreit begann. Remigius Geiling, ein Freund, schuf dazu eine Karikatur. Klimt bei der Arbeit, unterstützt von nackten Damen. Mit dem Fakultätsbild »Die Medizin« eckte der Künstler besonders an. Der Ratio der Männer setzte er das Irrationale einer weiblichen Kultur entgegen. Nackte und schwangere Frauen, ineinander verschlungen. Die Diskussion um die Fakultätsbilder wurde zum Politikum. Verbittert kaufte Klimt seine Werke schließlich vom Ministerium zurück. Die berühmten Fakultätsbilder sind im Prinzip Kampfansagen gewesen von einer anderen ideologischen Seite gegen das, was die damalige Medizin und die damalige Jurisprudenz vertreten hat. Die hätten das schon ausgehalten, die nackten Frauen und die Formen. Das war nicht das Problem, weil nackte Frauen sind viele gemalt worden. Sondern was das Problem war, ist, dass er eine andere Interpretation für die Medizin oder für die Jurisprudenz gehabt hat. Und das konnten natürlich, und für meine Begriffe auch zu Recht, die Universitätsleute nicht akzeptieren. Geblieben sind von den Fakultätsbildern nur die eben gezeigten Farbentwürfe für die Medizin, Zeichnungen und Schwarz-Weiß-Fotos. Klimts wichtige, bahnbrechende Werke verbrannten. Zuletzt waren sie in der Nazizeit 1943 in Wien ausgestellt. Bald darauf wurden sie aus Sicherheitsgründen nach Schloss Immendorf in Niederösterreich ausgelagert.
Auf ihrem Rückzug zündeten deutsche Truppen 1945 das Schloss an. Der Russ darf nichts kriegen, soll ein SS-Mann gesagt haben. Vom Schloss blieben nur Mauerreste. Verbrannt sind auch andere bedeutende Klimtwerke, von denen es zumindest Farbdrucke, heute Postkarten gibt. Unter anderem Bilder mit ländlichen Motiven. Weiters das legendäre Lesbenbild Die Freundinnen. Und das bekannte Frühwerk Schubert am Klavier. Ein für Klimts Biografie aufschlussreiches Bild. Das zierliche Mädchen war eines seiner Modelle, Marie Zimmermann, die von ihm zwei Kinder bekam. Der Künstler schickte ihr zwar Geld, schrieb Briefe, die über seine Arbeit Aufschluss geben. In Erscheinung treten durfte die Mutter seiner Kinder nicht. Geblieben sind Postkarten und Briefe. Für Aufregung hatte Klimt auch als Mitbegründer der Wiener Sezession gesorgt. Er und eine Gruppe Gleichgesinnter sagten dem 19. Jahrhundert und der Wiener Selbstgefälligkeit den Kampf an. Nach einer Skizze Gustav Klimts baute Josef Olbrich 1898 das neue Ausstellungshaus. Einen Kunsttempel, der ein Signal setzte. Die Wiener kamen in Scharen. Wer in der Sezession den Ton angab, das zeigt ein Gruppenbild. Ausschließlich Männer, eine elitäre Gruppe. Gustav Klimt war ihr Herold. Postuliert wurde die Freiheit der Kunst. Die nackte Wahrheit. Für Klimt war sie eine Frau. Schon mit dem ersten Sezessionsplakat hatte Klimt die Zensoren verschreckt. Ein Theseus mit Penis, das durfte nicht sein. Nur mit verdeckter Scham konnte der Kampf gegen den Minotaurus geführt werden. Das Plakat musste von Klimt überarbeitet werden. Auch in der Zeitschrift Wer Sacrum wurde Anstößiges entdeckt. Doch die Sezessionisten hielten durch. Schutzgöttin der Sezession war Pallas Athene. Eine goldstrotzende Göttin mit Helm, majestätisch und bedrohlich. Heute befindet sich in der Sezession Klimts wichtigstes monumentales Werk, der Beethoven-Fries. Geschaffen wurde er für die große Beethoven-Hommage im Jahr 1902. Formal bedeutete das Werk einen absoluten Wendepunkt. Der goldene Stil macht den Künstler weltberühmt. Diese Wand war der absolute Schock für das Publikum. Es hat sich vor allem gestoßen an den provozierenden Posen der Gorgonen. Doch die dicke Frau mit ihrem dicken Bauch, der absolute Blickfang dieser Wand. Dann die ausgemergelte Figur. Die Presse hat gesprochen von gemalter Pornografie, von Sodom und Gomorra. Und man kann mit seinen Töchtern und Frauen da nicht ohne weiteres hineingehen. Es ist aber gleichzeitig die Wand, in der Klimt sich am meisten ausgelebt hat, in der neuen Ornamentik und auch in der Farbigkeit, wenn man zum Beispiel dieses wunderbare Blau des Rockes der dicken Frau sieht. Thema des Frieses, die Erlösung der schwachen Menschheit durch Kunst und Liebe. Die Polemiken gegen Klimt hat sein Freund, der Schriftsteller Hermann Bahr, publiziert und zur Aufmunterung Klimts auch dessen Arbeiten gekauft. Die verführerische rote Hexe. Und die Nuda Veritas, ein Kultbild der österreichischen Moderne. Die Welt in weiblicher Gestalt. Das fasziniert auch den Besitzer der berühmten goldenen Danae. Es hat mich auch die Erotik angesprochen. Weil es, was ist die Legende, dass Zeus hat sich bemüht, an die schöne Danae heranzukommen und es ist ihm nichts gelungen, obgleich er doch
als Gott die tollsten Instrumente zur Verfügung hat. Und so ist er dann, wie alle Schiefgeschlagen, ist er mit Gold auf sie zugekommen und da hat es geklappt. Und es ist einfach der biologische Schlüsselreiz der Erotik, die dazu geführt hat, dass sie sich ihm ergeben hat. Das hat mit Prostitution überhaupt nichts zu tun. Es ist einfach so, dass Gold und Geld Einfluss hat. Und das hat er, glaube ich, ausdrücken wollen. Er kommt aus ganz armen Verhältnissen und hat diese Möglichkeit gesehen, hat sich vielleicht ein bisschen auch rächen wollen an der Maler. The loveliest girl in Vienna was Alma, the smartest as well. Ob Klimt in seiner Danae tatsächlich die junge Alma verewigte? Die heimliche Liebe ohne Happy End bot Stoff für ihre Memoiren. Klimt verdanke sie viele Tränen, aber auch ihre Erweckung, schrieb Alma. Wiener Kokotten, akademisches zum Thema Sex. Man pendelte zwischen Prüderie und Erotik. Zum Teil war die Sexualität überhaupt ein Tabu, das ja vor allem Freud gebrochen hat. Also man könnte sagen, mit Freud im Rücken hat sich eine ganze Künstlergeneration an dieses Thema herangewagt. Klimt war sicher jemand, der sich mit Vehemenz einem Akt genähert hat, der nun bereits nicht mehr still und regungslos ausgebreitet war, sondern bereits in Richtung zu einem sexuellen Vollzug sich anschickte. Nur wenigen Kunstfreunden waren die erotischen Zeichnungen zu Klimts Lebzeiten bekannt. Heute sind sie rare Sammlertrophäen. Klimt war ja auch schon oft auch ein Voyeur. Also, und es gibt ja also Zeichnungen, das ist unzählige masturbierende Zeichnungen, wo die also absichtlich die Beine also weit gespreizt sind. Die Schambehaarung, also die hat ihn schon aufgeregt. Und das, hat er, das ist der Unterschied eben zwischen Pornografie und Erotik, dass der erotische Künstler seine Erregung umsetzt in Kunst. Ich vermute, die Frauen haben den Klimt beflügelt durch einen Hüftschwung oder die Delle in einem Oberarm oder auch wie ein Hals in ein Ohr übergeht. Der Klimt ist natürlich in manchen seiner Zeichnungen vor allem auch an Grenzen gegangen dessen, was man vielleicht vorher zumindest irgendwo geheim weggesteckt hat. Das Interesse gerade für diese Zeichnungen war sicher groß, denn man hat also in den 20er und 30er Jahren, wie man oft Gemälde, also ganz harmlose Gemälde aufgemacht hat, auf den Rückseiten, also unter dem Deckblatt, Zeichnungen eben in dieser Art gefunden. Also das heißt, die Väter haben sich wohl interessiert dafür, aber haben es vor der Familie verborgen. Weibliche Sexualität, Schwangerschaft. Klimt hat auch dieses Tabu gebrochen. Eines seiner Modelle, das Mädchen mit dem roten Haar, erwartete vermutlich ein Kind vom Meister. Er hat einfach die Frauen geliebt. Mit den einen hat er sexuell verkehrt. Mit der anderen, die hat er einfach wirklich geliebt. Das war einfach seine ganz große Liebe. Das geht bis tiefst in die Seele hinein. Emilie Flögel. Selbstbewusst und dennoch rätselhaft. In einem langen blauen Reformkleid, übersät mit goldenen Ornamenten und Spiralen, hat sie Klimt 1902 gemalt. Sie war für ihn das, was man heute einen Lebensmenschen nennt. Gemeinsam verbrachten sie viele Sommer am Attersee.
Emilie Flöge führte einen extravaganten Modesalon in Wien. Was sie an Kunden bieten wollte, präsentierte die kreative, elegante Geschäftsfrau manchmal selbst. Eine Modeschau im Freien am Attersee. Um das Paar ohne Trauschein rankten sich schon zu Lebzeiten Legenden. Als der Künstler Emilie erstmals porträtierte, war sie 17. Zwei Jahre später entstand diese Studie. Emilie, umgeben von Pflanzen. Unzählige Karten schrieb Gustav Klimt. Vor allem an Emilie Flöge. Fast alle Briefe hat sie nach seinem Tod verbrannt. Klimt hat ja nie eigentlich Liebesbriefe geschrieben. Das ist eine ganz große Ausnahme. Und er schreibt, dass er im Hotel sitzt und dass er eigentlich schon die Idee hat, möglichst rasch nach Wien zu fahren. Er hat einiges gesehen, was ihn gefreut hat, einiges, was ihn enttäuscht hat. Und endet, was also einmalig ist, er schreibt hier, er freut sich auf das Wiedersehen morgen. Mein Herz, sagt er zu ihr, schau diesen langen Kuss an. Und dann macht er symbolisch diese Wellenlinie. Klimt ist ungern, aber für seine Zeit oft gereist. Er holte sich Anregungen, knüpfte Kontakte für Ausstellungen. Der Wiener Jugendstilkünstler war international gefragt. 1910 nahm er an der Biennale von Venedig teil. Bereits 1900 hatte er auf der Pariser Weltausstellung eine Goldmedaille für das Fakultätsbild Philosophie erhalten. Doch nicht nur die Kunst zog ihn nach Paris. Nachts durchstreifte er gerne Cafés und Etablissements. Länger aufgehalten hat sich Klimt nur in Brüssel. Für das von Josef Hoffmann erbaute Palais Stocklet, ein Privathaus, das nicht zu besichtigen ist, schuf er einen kostbaren Fries. Die Entwürfe im Wiener Museum für angewandte Kunst lassen den Zauber des Gesamtkunstwerkes ahnen. Emilie Flöge soll daran ein bisschen mitgearbeitet haben. Am Attersee. Klimt ist immer wieder in sein Ferienparadies zurückgekehrt. Er mochte die Stimmung, malte hier seine berühmten Attersee-Bilder. Eigenwillige Bildkompositionen und Bildausschnitte. Sein bekanntestes, oft gemaltes Motiv, Schloss Kammer mit seiner Allee. Klimt war ein besonderer Blumenfreund. Was er auf Wanderungen sah, hatte er künstlerisch umgesetzt. Leuchtende Mohnwiesen. Pflanzen überwuchern das Forsthaus, in das er sich in späten Jahren zurückzog. Eines macht Klimt ganz bestimmt. Er behandelt die Landschaft ähnlich wie seine Frauen. Und so kommen immer wieder auch Frauen in seinen Bildern vor. Zum Beispiel die Sonnenblume ist eines der besten Beispiele dafür. Die Sonnenblume ist mit großer Sicherheit einfach eine Darstellung der Emilie Flöge. Am Attersee verbrachten nach der Jahrhundertwende viele Künstler, Schriftsteller und Musiker den Sommer. Vom heutigen Massentourismus war man verschont. Da und dort hat sich das Flair von damals erhalten. Alte Bootshäuser, die kaum verändert wurden. Romantische Villen, wo sich Gäste, Freunde, Verwandte trafen. Hier in der Villa Paulig haben sich Gott sei Dank noch einige Dokumente erhalten, die uns sehr, sehr klar und deutlich wiedergeben, wann sich Gustav Klimt mit der Emilie Flöge hier am Attersee aufgehalten hat.
Eines dieser Dokumente ist das Gästebuch der Villa Paulig, also eine sehr, sehr schöne Signatur aus dem Jahr 1900. Ein weiteres Dokument ist ein sehr, sehr schönes Fotoalbum aus der Wiener Werkstätte. Eine ganze Serie von Fotografien mit Gustav Klimt und der Gertrude Flöge, also der Nichte der Emilie. Schnappschüsse, die einen anderen Klimt zeigen. Mit Frauen und Freunden ließ er sich gerne fotografieren, auch wenn er auf Motivsuche war. Sanfte Wellen inspirierten ihn zu seinen traumhaften Seegemälden. Auch zu Bildern mit zarten, geheimnisvollen Wesen. Wasserschlangen, die sich zärtlich aneinander schmiegen. Symbolfiguren lesbischer Liebe, die im Jugendstil immer wieder auftauchen. Auch Nixen, die sich in reale Frauen verwandeln. Etwa in die von Klimt porträtierte Rose von Rostorn-Friedmann. Wenn wir uns die Bilder ansehen, die er überliefert hat, dann fällt schon auf, dass er einen gewissen Typus bevorzugt hat. Und das sind eigentlich sehr dunkle Frauen. Das sind, er bevorzugt oft diesen hellen Teint mit vollem Mund, das dunkle Haar. Wir finden Schwarzhaarige, wir finden eine Vorliebe für rothaarige Frauen. Dunkelhaarig war sie, dunkelhaarig und sündhaft. So hat der Künstler 1909 seine Judith II gemalt. Das Bild ist im Besitz der Stadt Venedig und wird in Italien, wo Klimt mehrmals ausstellte, besonders geschätzt. Ich glaube, dass er ein Mann war, der sich sehr gut in das weibliche Fühlen hineinversetzen konnte. Sein Hang zum Dekorativen war niemals Selbstzweck. Es war eine grundsätzliche kulturelle Entscheidung. Che poi si è dimostrato non essere soltanto decorativa, ma essere una scelta culturale ben più solida, ben più profonda e radicata. Judith I, eines der goldenen Kultbilder. Ein schlankes, schmiegsam biegsames Weib mit einem schwülen Feuer in den dunklen Blicken, mit einem grausamen Mund. So hat Felix Salten das Bild beschrieben. Adele Bloch-Bauer. Sie könnte diese Judith gewesen sein. Dass sie Klimts Geliebte war, scheint ziemlich sicher. Adele Bloch-Bauer war die Gattin des größten Zuckerindustriellen der Monarchie. 1912 hat sie Klimt ein zweites Mal gemalt. Über die Besitzverhältnisse der Bilder in der österreichischen Galerie wird ein Rechtsstreit geführt. Klimts Auftraggeber waren ausnahmslos reiche Männer, die sich auch Architekten wie Josef Hoffmann leisten konnten. Sonja Knips, Adelige von Geburt, verheiratet mit einem Großindustriellen, hat Klimt bereits 1898 gemalt. In einem hellen Tüllkleid, das der Meister persönlich ausgesucht hatte. Das Büchlein in ihrer Hand, ein Skizzenbuch Klimts, das sich erhalten hat, sorgte für Klatsch. Die kultivierte Dame, vielleicht hatte auch sie den Meister erhört. Von Klimt, einem der teuersten Maler, porträtiert zu werden, das adelte Frau Geheimrat. Zu den Sitzungen dürfte Fritza Riedler 1906 extra aus Berlin angereist sein. Denn der Künstlerstar arbeitete nur in seinem Atelier. Gustav Klimt war vielleicht auch der letzte Künstler, bei dem es ein Gleichgewicht geben konnte zwischen der großen Dekoration, was jahrhundertelang die Kunst beherrscht hat, und einem tiefen und sehr intensiven Ausdruck. Er war der letzte Künstler, der diesen Ausgleich im Sinne einer Harmonie, die nicht verkommen ist, die nicht oberflächlich ist, geschafft hat. Trotzdem konnten sich nicht alle Damen mit ihren Porträts anfreunden. Margarete Stonborough-Wittgenstein, Schwester des berühmten Philosophen, soll ihr Porträt ins Abseits verbannt haben.
Eine Hoffmann-Villa auf der Hohen Warte, Treffpunkt für die Gesellschaft. Vom Reichtum ist Maria Henneberg nach dem Tod ihres Mannes nichts geblieben. Selbst ihr Porträt musste sie verkaufen. Klimt hatte daran, wie an allen seinen Gemälden, monatelang gearbeitet. Er suchte die Persönlichkeit zu erfassen. Ich glaube, dass Klimt versucht hat, jede Frau für sich zu charakterisieren. Und nicht nur über das Gesicht, über das Porträt selber, sondern auch in angemessenem Maße über die Art und Weise, wie die Frau gekleidet war, wie er sie in das Bild gesetzt hat. Und ich sehe, dass in den späteren Bildern diese Charakterisierung immer freier wird, immer intensiver auf die Möglichkeiten der Frauen eingeht, die er malt. Frei, ja leicht wirkt dieses Bild. Trotz der Tragik dieses Mädchens. Ria Munk hatte Selbstmord begangen. Klimt malte sie auf Wunsch der Eltern posthum in einem Blütenmeer. Mit der Wiener Moderne eng verbunden, der Name Primavesi. In der Hietzinger Villa war auch Eugenia Primavesi oft zu Gast. Ein wenig matronenhaft hat sie Klimt 1913-14 verewigt. Auch ihre Tochter Meda stand Modell. Auf den Kunstmarkt gelangte das bekannte Kinderbild Helene Klimt, seine Nichte. Für 14 Millionen Schilling wanderte das bezaubernde Porträt im Jänner 2000 von Wien in die Schweiz. Internationale Rekordpreise für Klimts Landschaften. Hochspannung bei Christie's in London im Herbst 1997. 290 Millionen Schilling für Schlosskammer am Attersee 2. Doch was bedeutet Klimt für österreichische Künstler von heute? Gunter Damisch, den Maler und Kunstprofessor an der Akademie am Schillerplatz in Wien, überzeugt vor allem die Haltung Klimts, der nie Professor wurde. Insgesamt war eben im bürgerlichen Umfeld, das es auf der einen Seite gab, beim Klimt, glaube ich, schon eine sehr große Freiheit und Wildheit in seiner Lebensauffassung und hat er sicher viel mehr bewirken können in seiner Rolle als Sezessionspräsident und als Leithammel für etwas, was auch den Weg für Jüngere dann geöffnet hat. Und ob er das wirklich in einer Akademie ähnlich umsetzen hätte können, muss man sich ja überhaupt fragen. Für Xenia Hausner ist es vor allem die malerische Besessenheit, die sie mit Klimt verbindet. Es gibt für mich zwei Anknüpfungspunkte der Begeisterung, was den Klimt betrifft. Das eine ist seine Darstellung von weiblichem Fleisch und das andere ist sein Genuss an der Komposition. Das ist etwas, was mich sehr beschäftigt, weil ich auch ein Kompositionsfanatiker bin irgendwie. Ja, und das andere ist Fleisch. Wie er Fleisch gemalt hat, unglaublich, zum Verrücktwerden, sodass man reinbeißen könnte. Idol für Interpreten von heute ist ein untypischer Klimt. Die Dame mit Hut und Boa. Sie ist an die vorderste Bildebene gerückt, verbirgt ihr Gesicht aber halb hinter dem dunklen Federboa. Die Lippen schauen gerade noch hervor. Der Blick zur Seite gewandt, der Schlafzimmerblick, das üppig volle goldene Haar auf der Seite, der schwere Hut, der drauf drückt. Wenn Sie das anschauen, wie es malerisch hier aufgewirbelt ist, dann sehen Sie eine ganz andere formale Qualität von Gustav Klimt, die ins Expressive auch hineinweist.
Schwer zu entschlüsseln sind Gustav Klimts sogenannte Menschheitsbilder. 1913 ist dieses Bild mit dem Titel Die Jungfrau entstanden. Kindfrauen in Gewändern aus einer fernen Märchenwelt. Fünf Jahre später das Gemälde Die Braut. Der Mann auf der Suche nach seiner Identität im Bild der Frau. Der Wandel der Geschlechterbeziehung, eines der zentralen Themen in der Kunst und Literatur am Beginn des 20. Jahrhunderts. Gustav Klimt hat das riesige Bild nicht vollendet. Auch Porträts und das Schlüsselwerk Adam und Eva blieben unvollendet. Tod und Leben hat er Jahre vor dem eigenen Tod gemalt. Über sein persönliches Schicksal hat der Maler der Frauen geschwiegen. Mit Frauen hatte ja Gustav Klimt sein ganzes Leben lang an sich kein Problem. Das beweisen ja auch mindestens 14 nachgewiesene uneheliche Kinder. Mit Emilie Flöge allerdings, und das ist wirklich eine große Tragik, ging es nur bis zu einem bestimmten Punkt. Einfach aus Liebe zu ihr konnte er einfach nicht weitergehen. Es hat einfach eine bestimmte Krankheit das Ganze verhindert. Und vielleicht erklärt auch ganz, ganz schön ein Gedicht, das er geschrieben hat am 10. Juli 1917, diese Situation, diese auch auswegslose Situation, aus Liebe zur Emilie Flöge. Die Wasserrose wächst im See, sie steht in Blüte, um einen schönen Mann ist weh, ihr im Gemüte. Gustav Klimt, der an einer Geschlechtskrankheit litt, starb im Jänner 1918. Offizielle Todesursache: Gehirnschlag. Er war 56 Jahre alt. Sein Vermächtnis: Der Kuss. Eines der populärsten und aufregendsten Kunstwerke des 20. Jahrhunderts. Ein magisches Bild von verführerischer Schönheit.